Hallo, guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte ein bisschen Bezug nehmen auf die ganzen Themen, die so im Internet kursieren in Bezug auf Israel und die aktuelle Situation dort, die immer wieder mit der Bibel in Verbindung gebracht wird und wo dann so Aussagen kommen wie: Wer Israel segnet, wird gesegnet, oder Israel ist der Augapfel Gottes, Jesus war Jude, das Heil kommt von den Juden. Und zum Schluss schauen wir uns noch ein bisschen was an zu dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ich fange mal an mit dem Thema: Wer Israel segnet, wird gesegnet. Das steht so nicht in der Bibel. Ja? In der Bibel steht, dass Gott zu Abraham sagt: Wer dich segnet, den will ich segnen, und wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Das sagt Gott zu Abraham. Und die Auslegung, die man da üblicherweise dann auch macht, die geht dann so, dass man sagt: Ja gut, Abraham, Isaak, Jakob, dann kamen ja 12 Söhne Jakobs und daraus ist Israel entstanden. Und deswegen geht der Segen Abrahams auf Israel über. Das ist aber nicht neutestamentliche Lehre, sondern im Neuen Testament, da sagt der Paulus: Wir sind Kinder Abrahams im Glauben. Abraham ist unser Vater im Glauben, nicht weil wir einer Blutlinie da folgen würden oder weil wir aus Sem wären, Semiten, ja, sondern wir sind als Europäer aus Japhetiten. Sem, Ham und Japhet waren ja die 3 Söhne Noahs. Und daraus ist ja die Erdbevölkerung entstanden. Und das Evangelium ist von Sem zu Japhet gegangen. Ja, das hat Paulus dahin gebracht als Völkerapostel, wird ja berichtet in der Apostelgeschichte. Und man kennt das auch schon aus dem Alten Testament, weil der Segen Noahs für Japhet, der war folgendermaßen: Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten des Sem. Das heißt also, Sem wird aus dem Zelt rausbugsiert und Japhet wohnt drin. Ja? Und das ist in Erfüllung gegangen, als der Paulus das Evangelium zu Japhet gebracht hat, nach Europa gebracht hat, in einen ganz anderen Kontinent, ja? Also von Vorderasien nach Europa gebracht hat. Und von da ist es in die ganze Welt dann auch gegangen. Aber heute haben wir eine Zeit, wo Sem wieder ins Zelt will und wo Japhet egal ist, wo er sich aufhält. Ja? Wir haben ja einen erstaunlichen Glaubensabfall in den westlichen Zivilisationen und Kulturen, wenn man die überhaupt noch Zivilisationen und Kulturen nennen will. Die zerfällt ja zusehends. Und Japhet ist eigentlich egal. Ob er Christ ist oder nicht, ja, die meisten lehnen ja den christlichen Glauben mittlerweile sowieso ab. Das heißt also, Japhet ist egal, ob er im Zelt wohnt und in welchem Zelt, ja, er macht sich sein eigenes Zelt. Und Sem will gerne wieder rein und er strebt danach, ja. Und das beeinflusst natürlich auch die Verkündigung heute, weil die sehr irdisch gesinnt ist. Ja, das hat auch schon vor Jahrzehnten eigentlich angefangen, dass die Alltagsprobleme den Christen sehr viel drängender und wichtiger erscheinen als die geistlichen Wahrheit in der Schrift, ja, über die Rechtfertigung in Christus, über das ewige Heil, das wir bekommen haben, übrigens allein durch Glauben. Ja, kann das hier nur noch mal betonen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist heilsentscheidend, ob das allein durch Glauben ist oder ob da Werke beigemischt werden oder ob Maria dabei gemischt wird oder ob eine zwingend vorausgesetzte Liebe zu dem Staat Israel heute vorausgesetzt hat, wird, macht da keinen Unterschied. Ja? Alles, was dem beigefügt wird, dieser alleinigen Rechtfertigung in Christus, schmälert das Werk unseres Herrn Jesus Christus auf Golgatha. Und das muss klar bleiben, ja? Egal wer das predigt, nur mal so als Detail. Wenn das nicht mehr klar ist, dann fällt der ganze Glaube. Ja, dann braucht man auch diese ganzen anderen Thematiken nicht mehr, Eschatologie und diese Themen. Wenn die alleinige Rechtfertigung allein durch den Glauben in Christus nicht mehr da ist, dann fällt das ganze Evangelium. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann muss er nicht zwingend Israel lieb haben, sondern dann muss er die Gemeinde Jesu Christi lieb haben. Und diese Verwechslung, die merkt kaum noch jemand. Ja? Merkt ihr, die hört ihr das, wie das ersetzt wird? Die Gemeinde Jesu wird ersetzt durch Israel. Und das ist auch eine Ersatztheologie. Ja? Viele verwehren sich ja die Ersatztheologie. Und die sagen halt, die großen Amtskirchen im Mittelalter, die haben gesagt: Wir haben den Segen Israels geerbt. Ja? Und dann sagen die: Nein, nein, das ist ein anderer Segen. Und Israel hat seinen eigenen Segen. Wir dürfen Israel seinen Segen nicht wegnehmen, weil wer Israel segnet, wird gesegnet. Und wer Israel verflucht, wird verflucht.
Und dann haben alle also große Not, sich also unbedingt vor dieser Ersatztheologie dann da zu distanzieren. Aber was man hier macht, ist auch eine Ersatztheologie, denn man ersetzt die Gemeinde Jesu gegen Israel, und zwar sehr deutlich. Wobei ich sage, ich bin auch kein Ersatztheologe, weil der Segen, den Israel hatte, der war irdisch. Und wenn die Amtskirchen im Mittelalter gesagt haben, wir haben den irdischen Segen Israels ererbt, dann finde ich, ist das zu wenig für die Gemeinde Jesu. Denn die Gemeinde Jesu erbt nicht nur ein Land im Nahen Osten, sondern die Gemeinde Jesu erbt die ganze Welt und den Himmel. Und das Vergangene und das Zukünftige, alles ist euer, aber ihr seid Christi und Christus ist Gottes. Das sagt das Neue Testament. Das heißt also, den irdischen Segen Israels auf die Kirche oder auf die Gemeinde Jesu zu übertragen, macht sowieso keinen Sinn. Deswegen bin ich auch kein Ersatztheologe. Aber ich bin kein Ersatztheologe aus einem anderen Grund als viele andere. Denn die sind keine Ersatztheologen, weil sie Israel diesen Segen zubilligen, den Israel nicht hat. Und diesen Segen der Gemeinde Jesu wegnehmen. Ja, ich bin kein Ersatztheologe, weil ich sage, die Gemeinde Jesu hat in Christus viel mehr geerbt als ein irdisches Land im Nahen Osten oder einen irdischen Tempel. Ja, die Gemeinde ist selber Tempel. Wir werden teilhaftig der göttlichen Natur. Was wollen wir denn mit einem Segen Israels? Ja? Israel war im Alten Testament nur ein Schattenbild auf die Gemeinde Jesu Christi. Warum wendet man sich denn zu diesem Schattenbild wieder zurück? Naja, weil man irdisch gesinnt ist und nicht mehr geistlich. Und deswegen zieht man jetzt die Linien auch bei Abraham auf Israel. Und sagt, der Segen Abrahams, der ist auf Israel übergegangen. Und um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, das ist anders. Der Segen Abrahams ist auf die Gemeinde Jesu übergegangen. Das ist neutestamentliche Lehre. Und zu sagen, der Segen Abrahams ist auf Israel übergegangen und wer Israel flucht, den will ich verfluchen und wer Israel segnet, den will ich segnen, das ist irdisch, das ist alttestamentlich. Das ist überhaupt nicht neutestamentlich. Neutestamentlich ist, dass Gott zur Gemeinde Jesu sagt, wer dich verflucht, den will ich verfluchen und wer dich segnet, den will ich segnen. Das ist das, was das Neue Testament sagt. Dieser Segen bezieht sich auf die Gemeinde Jesu und nicht auf Israel. Und das wird hier gegeneinander vertauscht und gegeneinander ausgespielt. Und das ist gravierend. Ja? Das ist viel gravierender, als viele das glauben. Ja? Viele sind ja auch sehr israelfreundlich und fahren oft ins Land. Ich bin auch schon zweimal dort gewesen. Ich habe jüdische Freunde, ich kenne mich da auch ganz gut aus. Ja? Ich habe jüdische Investoren gekannt und zwar nicht nur einen. Ja? Und ich habe die auch auf internationalen Messen getroffen. Und ich weiß da, wovon ich da rede. Was ich aber in der christlichen Welt sehe, ist, dass man das vertauscht gegeneinander. Ja? Das, was der Gemeinde Jesu gehört, das misst man Israel zu. Und das ist eine Ersatztheologie. Ja? Das heißt, dass Israel, der heutige Staat Israel, hat den Segen Abrahams geerbt. Ja? Und wer Israel flucht, den will ich verfluchen und wer Israel segnet, will ich segnen, würde Gott sagen. Man legt also Gott etwas in den Mund, was Gott überhaupt nicht gesagt hat und nicht gemeint hat. Warum? Weil der Paulus eine ganz andere Linie aufmacht im Neuen Testament. Ja? Der Paulus, der sagt im Neuen Testament, ich lese es mal vorher, Galater 3, Vers 1, müsst ihr unbedingt lesen, ja, Galater 3, Vers 1, ja, oder Galater 3, jetzt die ersten Verse. Paulus sagt in Galater 3, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch denn bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, welchen Christus Jesus vor die Augen gemalt war, als wäre er unter euch gekreuzigt? Das hat Paulus vor 2000 Jahren schon geschrieben und das müsste man vielen Christen heute auch wieder ins Brevier schreiben. Wer hat euch denn bezaubert? Euch war doch Christus vor Augen gemalt 2000 Jahre. Wieso geht ihr denn von Christus und seiner Gemeinde weg und geht zu einem heutigen Staat Israel? Was ist denn da los? Wie könnt ihr sagen, Israel ist Gottes Volk, wo ihr selber Gottes Volk seid? Ja? Petrus sagt es ja im 1. Petrus 2, Vers 9. Ja? Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid das königliche Priestertum, ihr seid das auserwählte Volk, die ihr vorher nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, ja, die ihr vorher nicht in Gnaden wart und jetzt aber in Gnaden seid. Paulus schreibt das der Gemeinde Jesu zu. Wir sind Gottes Volk, weil wir geglaubt haben. Ja, Gott hat jetzt kein irdisches Volk, Gott hat jetzt keine irdische Nation, so lange, bis die Gemeinde Jesu entrückt ist. Die Gemeinde Jesu ist Gottes himmlisches Volk, das in der Welt ist, aber nicht von der Welt. Ja, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann werden auch wieder die Völkerschaften zählen. Und dann wird Israel auch wieder Gottes Volk sein. Aber das ist nach der Entrückung. Das heißt also, man zieht in dieser Art der Theologie etwas vor, was Israel erst im tausendjährigen Reich bekommt. Beziehungsweise das, was von Israel dann noch übrig ist, weil Gott muss dieses Volk sieben. Ja? Das ist ja noch gar nicht sein Volk. Das wird ja zwei Drittel davon werden ja umkommen und der Rest wird nochmal geläutert und gereinigt werden, ja? Bis dann wirklich dieser Kern Israels übrig bleibt. Das ist aber alles nach der Entrückung.
Warum zieht man das denn vor? Und warum gibt man diesen Abraham-Segen, der ein Glaubenssegen war, warum gibt man diesen Segen Israel und nimmt den der Gemeinde weg? Das ist heftig. Ja, da ist eine komplette Richtungswechsel. Und das merken viele Christen nicht, weil die irdisch gesinnt sind mit ihrer Liebe zu Israel, statt dass sie die Liebe zur Gemeinde Jesu hätten. Ja gut, das eine schließt das andere nicht aus, werden dann viele sagen. Ja, aber theologisch schon, heilsgeschichtlich schon, menschlich natürlich nicht. Ja, wir sollen alle Menschen lieben, ja, ob sie aus Israel sind oder aus Amerika oder Russland oder Frankreich oder aus Europa oder wo auch immer her, ja, oder aus Asien. Wer da immer in Christus ist, ist uns ein lieber Bruder und eine liebe Schwester. Ja, und darüber hinaus auch alle anderen Menschen sollen wir lieb haben als Christen. Aber einen Staat Israel haben wir nicht lieb zu haben. Ja. Zumindest ist das keine Voraussetzung fürs Heil oder für einen erwachsenen Glauben oder für einen ausgereiften Glauben. Ich weiß nicht genau, wie sich da ausgedrückt wird. Ich glaube, der Roger Levy hat es mal im Kommentar geschrieben. Könnt ihr da nachschauen. Das ist nicht wahr. Wir sollen die Brüder lieben. Ja? Das sagt er, Johannes im ersten Johannesbrief. Und da ist eine Verwechslung, die überhaupt nicht aufgeklärt wird und die dringender Klärung bedürfte. Ja? Also Paulus sagt ihr, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, welchen Christus Jesus und, vor die Augen gemalt war, als wäre er unter euch gekreuzigt. Und dann in Vers 7, so erkennt ihr ja, dass die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder. Ach so, ja, dann kann Israel ja nicht Abrahams Same und Nachkommen und Kinder sein, weil die nicht glauben. Ja? Die glauben zwar an Hashem, aber nicht an Jesus Christus. Und wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Das ist neutestamentliche Lehre. Wird euch aber auch nicht gesagt heute. Ja? So erkennt ihr ja, dass die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder. Was hat Abraham denn geglaubt? Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Ja? Und wir Christen glauben auch an die Auferstehung. Abraham hat an die Auferstehung Isaaks geglaubt. Wir glauben an die Auferstehung Jesu Christi. Abraham hat geglaubt, dass Gott den toten Isaak wieder auferwecken würde, weil er ja gefordert hatte, dass Abraham ihn opfern sollte. Wir glauben, dass Gott den toten Jesus nach seiner Opferung wieder auferweckt hat. Ja? Also haben wir ja auch einen Auferstehungsglauben wie Abraham. Und Abraham hatte einen Auferstehungsglauben wie wir. Ja, dann haben wir ja den gleichen Glauben wie Abraham. Genau. Ja, dann sind wir Abrahams Kinder im Glauben. Na ja, genau, das schreibt er ja hier. So erkennt ihr ja, dass die des Glaubens sind. Das sind Abrahams Kinder. Denn der Abraham hat ja gesagt, das steht in 1. Mose 22, das kann man sich gut merken, die Opferung Isaaks, ja. 22 ist die Leidenszahl, Psalm 22 ist auch so ein Leidenspsalm, ja, das kann man sich so als Eselsbrücke gut merken. Da steht in Vers 4, am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne, also diesen Berg Moria, und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Opfergang ist Anbetung, hat mein Bruder gesagt. Ja, das ist kein Opfer, das ist Anbetung. Ja, Gott gehorsam zu sein. Aber Abraham tut ja etwas ganz Besonderes. Der sagt nämlich, wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Ich habe da auch mehrfach schon Videos drüber gemacht, der Glaube Abrahams, weil das sehr, sehr wichtig ist für die Christen heute zu wissen und zu unterscheiden, dass Abraham einen Auferstehungsglauben hatte. Also wenn ihr wollt, ich schreibe euch da den Link in den Kommentarbereich. Dann könnt ihr euch das Video anschauen zu dem Glauben Abrahams. Abraham hat Gott geglaubt und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Aber Abraham hat nicht irgendetwas geglaubt, sondern Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Denn Gott hat ja dem Abraham den Isaak gegeben im hohen Alter und hat zu Abraham gesagt, in Isaak sollen dir Nachkommen genannt werden. Und er hat alle Verheißungen auf Isaak gelegt. Und dann 14 Jahre später sagt Gott, opfere mir den Isaak. Und da hat Abraham gesagt, also wenn Gott mir den Isaak gibt und alle Verheißungen auf ihn legt und sagt, dass aus Isaak mir Nachkommen erwachsen sollen und jetzt will, dass ich den opfere, dann wird Gott ihn wieder lebendig machen. Der kann nicht tot bleiben, weil die Verheißung auf ihm liegt. Und wir sagen, weil alle Verheißung auf Christus lag, auf Christus Jesus, auf unserem Herrn Jesus Christus, deswegen konnte Christus nicht tot bleiben, der musste auferstehen. Ja? Das haben die Jünger mühsam nach der Auferstehung erst verstanden und geglaubt. Das hat gedauert, bis die das geglaubt haben. Denen musste Jesus leiblich erscheinen und Thomas musste seine Hände in seine Nägelmale legen. Ja, die Emmausjünger, die haben das nicht verstanden, dass Christus auferstehen musste. Das hat der Herr Jesus ihnen mühsam erklären müssen. Ja? Aber Abraham hat an die Auferstehung geglaubt vor der Opferung.
Das ist was Großes. Abraham hat nicht erst nach der Auferstehung geglaubt. Ja? Abraham hat vor der Auferstehung geglaubt. Ja? Gott hat es ja nicht verlangt von Abraham, dass er seinen Sohn Isaak opfert. Aber Abraham sagt vor der Opferung schon, wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Wer wir? Naja, sie sind ja nur zu zweit gegangen. Ja? Also Abraham und Isaak wollen wieder zurückkommen. Das heißt also, Isaak musste wieder lebendig sein. Und diesen Auferstehungsglauben, den teilen wir mit Abraham. Und deswegen steht hier, schreibt Paulus in Galater 3, Vers 7, so erkennt ihr ja, dass die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder. Aber warum predigt man denn immer, wer Israel segnet, der wird gesegnet, wer Israel verflucht, der wird verflucht? Das ist überhaupt nicht richtig. Ja doch, das steht in 1. Mose 22, weil Abraham hat es ja als Segen bekommen von Gott. Und Abraham war ja praktisch erster Jude. Das stimmt nicht, ja. Abraham war Hebräer und sein Urenkel war Juda. Und selbst Juda war kein Jude. Ja, das ist ja relativ später, viel später erst entstanden. Die Juden haben sich ja Juden genannt in Abgrenzung zum Nordreich, weil die gesagt haben, wir sind ja Juden, wir sind ja reinrassig zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft mit Geschlechtsregister, während der Norden Israels, also Ephraim, die haben sich ja alle vermischt. Ja, die sind ja gar keine Juden. Samaritaner und so, was da alles gab. Wir sind nur echte Juden. Wir sind echtes Volk Gottes, weil wir aus Juda sind. Und deswegen sind wir Juden. Ja, Juda und Benjamin, das waren so die zwei Stämme. Da gibt es auch Theorien drüber, dass vom Norden ja auch viele dann nach Süden gezogen sind und dass dann auch noch aus den anderen 10 Stämmen noch Menschen auch übrig geblieben sind, sodass auch ganz Israel irgendwie noch existiert. Ich will das auch nicht abstreiten. Aber Paulus sagt, diese ganzen Geschlechtsregister, das gibt nur Streiterei. Ja? Bleibt mal am Kern der Dinge. Ja? Und das ist in der Thematik wichtig, weil hier ein Segen auf Israel gelegt wird, den Israel überhaupt nicht hat. Ja? Das würde ja bedeuten, wenn wir den gleichen Glauben haben wie Abraham, wenn wir auch an die Auferstehung glauben und damit den gleichen Glauben haben wie Abraham, sind wir ja Abrahams Kinder. Genau. Ja, dann wären wir ja auch Kinder der Verheißung. Kinder, die Abraham verheißen sind. Deine Nachkommen sollen werden wie der Sand am Meer, wegen mir Israel. Ja? Aber wie die Sterne am Himmel. Das ist die Gemeinde. Das heißt ja, dann wären wir ja die Erfüllung der Verheißung an Abraham, dass Abraham eine unzählbare Schar von Kindern bekommen soll. Ja, natürlich. Dann wären wir ja eigentlich wieder Isaak. Ja? Und das stimmt, weil Paulus das auch schreibt im Galaterbrief. Wir sind wie Isaak Kinder der Verheißung. Wir, die Gemeinde Jesu, nicht Israel. Das geht alles von Israel weg. Ja? Und wird zu Israel wiederkommen, aber nicht in dem Sinn, dass sie zur Gemeinde Jesu gehören, sondern dass sie im tausendjährigen Reich wieder Gottes irdisches Volk sein werden. Aber jetzt sind sie es nicht. Ja, wenn sie jetzt Gottes Volk wären, dann wären sie auch das Volk Christi. Aber denen im Norden Israels, denen ist Jesus ganz egal. Und denen im Süden Israels ist Jesus eher Jeschu. Ja, das ist ein sehr abfälliges Fluchwort für Jesus. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Ja? Die Gemeinde Jesu hat den Segen. Und Paulus schreibt dann auch weiter in Galater 3, Vers 8, die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht, nämlich durch den Auferstehungsglauben. Ja, die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht, in 1. Mose, ja, bei Abraham. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Israelis geheiligt werden. Nö, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Warum? Weil die Völker glauben werden an Jesus Christus. Und dann schreibt er in Vers 9, also werden nun die des Glaubens sind, gesegnet mit dem glaubenden Abraham. Und das ist ein wichtiger Vers. Die des Glaubens sind, die den Auferstehungsglauben haben wie Abraham. So wie Abraham geglaubt hat, dass Gott den Isaak wieder auferwecken würde nach der Opferung. So glauben wir, dass Gott den toten Jesus auferweckt hat nach der Opferung. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 9, also werden nun die des Glaubens sind gesegnet mit dem glaubenden Abraham und nicht die Israel sind oder vermuten, dass sie Israel sind, würden gesegnet mit dem Stammesvater Abraham. Warum legt man das so aus? Warum geht man da so weit weg vom Neuen Testament? Naja, weil es opportun ist. Weil es heute überall gehört werden will und weil es überall gesagt wird. Und deswegen erzählt man das so nach, ja? Weil wir in so einem israelischen Zeitalter scheinbar irgendwie leben. Und das Evangelium fällt da hinten runter.
Also alle, die da sagen, wer Israel segnet, wird gesegnet und wer Israel flucht, der wird verflucht, dem lege ich dringend ans Herz, Galater 3 zu lesen. Ihr kennt eure Bibel nicht. Und ihr geht vom Evangelium weg. Und ihr nehmt der Gemeinde Jesu das weg, was ihr gehört, und gebt das Israel. Ja, das darf man nicht. Damit schmäht man ja den Leib Christi. Und damit schmäht man auch das Werk von Christus auf Golgatha. Seine Gemeinde, die da ist, sein Volk. Die da ist ein königliches Priestertum. Ja? Und wenn die Juden jetzt im Nahen Osten diese roten Fersen da, diese Ferse ist ein Bild für eine junge Kuh, ja? Diese rote Kuh dann da opfern wollen und die dann verbrennen wollen und damit dann, um dann die Asche zu haben für den dritten Tempel, das ist alles irdisch. Das ist irdisch und das hat mit der biblischen Eschatologie, mit dem, was die Bibel vorhersagt, überhaupt nichts zu tun. Da kommt ein Tempel in der Endzeit, ja? Aber da kommt der Tempel Gottes. Da kommt nicht ein jüdischer Tempel, in dem rote Kühe geopfert würden oder irgendwelche Lämmer, ja? Weil diese Opfer dieser Kühe und dieser Lämmer, die schmähen das Blut Jesu Christi, die treten das Blut Jesu Christi mit Füßen. Das steht im Hebräerbrief, lest das mal. Lasst euch nicht verführen. Ihr kommt in eine Richtung rein, die der Bibel vollkommen widerstrebt. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, das ist eine Situation, die wir ja haben. Das ist unfassbar. Und es wird gepredigt und die Leute, die glauben das alles. Und manche finden das auch noch toll. Ja? Die glauben, dass sie eine besonders große Erkenntnis haben, weil sie ja so an Israel glauben. Ja? Das ist nicht biblisch, was da passiert. Ja? Also das war zum Thema, wer Israel segnet, wird gesegnet. Ja? Das ist anders zu verstehen. Das muss man so eigentlich lesen. Wer die Gemeinde Jesu segnet, wird gesegnet. Und wer der Gemeinde Jesu flucht, der wird verflucht. So muss man das lesen. Das wäre das, was das Evangelium uns im Neuen Testament sagt. Ja, und alles andere ist falsch. Es ist falsch. Es ist irdisch gesinnt. Es könnte auch in der Synagoge gepredigt werden. Es könnte von einem Rabbiner kommen. Aber können wir das nicht mehr unterscheiden, was ein Prediger des Evangeliums ist und was ein Rabbiner ist? Können wir nicht mehr unterscheiden, wer das Evangelium Jesu Christi predigt und wer Gesetz predigt? Was ist denn los mit der Christenheit? Die Christenheit ist irdisch geworden, irdisch gesinnt, israelisch gesinnt, gesetzlich gesinnt, alttestamentlich gesinnt. Ja? Und das hört ihr überall und keiner denkt darüber nach. Ja? Das sechste Thema, was ich hier habe, ist der Augapfel Gottes. Da wird immer gesagt, Israel ist ja der Augapfel Gottes. Ja? Und da darf man also auf keinen Fall darf man da was kritisieren, Israel ist der Augapfel Gottes. Dann sage ich, nö. Also wenn, dann ist vielleicht die Gemeinde Jesu der Augapfel Gottes, ja, aber Israel nicht. Diese Formulierung, die kommt mehrfach in der Bibel vor, die steht in 5. Mose 32, die steht in Psalm 17, die steht in Sprüche 7, in Klagelieder 2 und das ist die Stelle auch in Sacharja 2, Vers 8 bzw. Vers 12, je nachdem wie eure Bibeln da die Verszählungen haben. Da steht, denn so spricht der Herr Zebaoth, er hat mich gesandt nach Ehre zu den Heiden, die euch beraubt haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Jetzt ist nicht ganz klar, wessen Augapfel. Ist das jemand, der seinen eigenen Augapfel antastet, der sich da selber ins Auge sticht? Oder ist es der Augapfel Gottes, in den er sticht, dass Gott da so sehr empfindlich ist, wenn man mit Israel da so umgeht? Ja? Geht aus dem Text nicht genau hervor. Ich gehe davon aus, dass er den Augapfel Gottes angreift. Da so wird es auch allgemein verstanden, aber es gibt wohl auch Leute, die das anders verstehen wollen oder auslegen. Ja? Dieser Vers in Sacharja 2, der ist Teil eines Nachtgesichts. Ja? Und zwar hat Sacharja ja 8 Nachtgesichte. Und dieses Nachtgesicht hier, wo hier steht, dass wer dich antastet, dass der Gottes Augapfel oder seinen Augapfel antastet, das ist das dritte Nachtgesicht, dass Jerusalem mit einer feurigen Mauer umgeben wird, eine Firewall. Ja, da kommt tatsächlich auch dieser Begriff her. Firewall kommt hier aus dem dritten Nachtgesicht aus Sacharja. Gott will eine feurige Mauer um Jerusalem legen, ja, und will herrlich in ihr sein, in dieser Stadt. Ja, dieses Nachtgesicht ist eins von 8 Nachtgesichten, die Sacharja hat. Der hat nächtliche Visionen und sieht da die ganze Heilsgeschichte. Ja, das ist ganz, ganz großartig, was der da sieht und wie der das im Einzelnen auch beschreibt. Ich zähle euch mal kurz diese Nachtgesichte auf. Ja, das erste Nachtgesicht ist ein Mann, der unter den Myrten hält mit 4 Pferden. Das zweite Nachtgesicht sind, da werden dem Sacharja 4 Hörner und 4 Schmiede gezeigt und diese Schmiede zertrümmern dann die Hörner.
Das dritte Nachtgesicht ist dieses Jerusalem mit einer feurigen Mauer umgeben. Und wer dich antastet, der tastet seinen Augapfel an. Dann kommt das vierte Nachtgesicht, das ist der hohe Priester Josua, ein Bild auf Jesus Christus. Kommt das fünfte Nachtgesicht, das ist der Leuchter und der Ölbaum. Das ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu, die aus Juden und Heiden besteht. Dann kommt das sechste Nachtgesicht, das ist eine fliegende Buchrolle, eine Gesetzesrolle, nach der die Gottlosigkeit im Lande ausgemerzt wird. Und dann kommt das siebte Nachtgesicht, die Frau im Eva, in einem Fass, ja, mit einem bleiernen Deckel. Da ist eine Frau drin, die Gottlosigkeit, die wird nach Babylon gestellt. Und dann kommt das achte Nachtgesicht, da werden vier Streitwagen gezeigt, die in der Endzeit durchs Land ziehen und große Verwüstung anrichten, ja, so wie Daniel das auch Daniel das geschrieben hat in Daniel 9. Ja, es wird eine große Verwüstung in Israel kommen. Da redet auch niemand von, aber der moderne Staat Israel wird verwüstet werden und die Verwüstung wird groß sein und sie wird bis zum Ende dauern. Und es wird noch einen Gräuel der Verwüstung geben, das schreibt Daniel über das heutige und jetzige Israel. Aber diese Aussage, dass Israel der Augapfel Gottes ist, die stammt hier aus diesem dritten Nachtgesicht und die hat damit zu tun, dass Gott hier das geläuterte Juda meint, das aus der babylonischen Gefangenschaft kommt. Das ist dort gemeint. Und nicht das heutige Israel. Diese Aussage aus Sacharja ist keine pauschale Aussage auf ein Israel, wie auch immer das aussehen mag, und dass Israel da tun und lassen dürfte, was es wollte. Und Gott hätte seinen Segen für dieses Volk pauschal zugesagt. Das kann man daraus nicht ableiten. Das ist etwas, was im Jahr, so ab dem Jahr 520 und folgende gilt und sich darauf bezieht, auf diesen Überrest, der aus Babylon kommt und zurück ins Land Israel kommt und dort den Tempel wieder errichtet, ja? Und dort die Priesterschaft wieder eingerichtet wird. Und zwar eine Königspriesterschaft eingerichtet wird. Und damit macht Sacharja einen Sprung in die Endzeit nach der Entrückung, wenn Israel wieder Gottes Volk wird, wenn wieder ein Tempel da sein wird und wenn wieder Christus als Priester da sein wird, und zwar als Königpriester, als Melech Zadok, ja, als Melchisedek. Das ist der Gedanke. Und diese Linie wird hier gezeigt. Das ist eine Linie, die von diesem alten Volk Israel oder von dem Volk von Juda eigentlich, und Benjamin, was zurückkam aus Babylon als geläuterter Teil des Volkes Gottes, zurückkommt ins Land Israel und dort einen Tempel bekommt und den hohen Priester Josua bekommt. Und das ist ein Bild darauf, wenn Israel in der letzten Zeit wieder gesammelt wird, und zwar aus allen Völkern, worin es zerstreut worden ist, denn dieser moderne Staat Israel wird nochmal entvölkert und in Gefangenschaft gehen, in babylonische Gefangenschaft, in assyrische Gefangenschaft, in ägyptische Gefangenschaft. Und das Volk wird dort nochmal in Gefangenschaft gehalten werden und das ganze Land wird entvölkert werden. Auf diese Zeiten bezieht sich hier diese Aussage Augapfel Gottes. Als damals die Juden und die Benjaminiter aus Babylon zurückgekommen sind, da hat Gott auf sie geachtet, weil das der Überrest seines Volkes war, aus dem auch Christus kommen sollte. Und das war Gottes Augapfel. Da hat Gott darauf geachtet, dass niemand ihnen Schaden tut. Und in der letzten Zeit, nach der Entrückung, nachdem Christus auf den Ölberg gekommen ist und sein Reich dann aufrichtet und zur Aufrichtung seines Reichs die dann zerstreuten Israelis oder Israeliten, die dann noch übrig sind, sammelt, auf die wird er auch sein Auge haben. Das ist der Augapfel Gottes dann erneut und wieder. Und dafür ist dieses dritte Nachtgesicht ein Vorbild, eine prophetische Vorausschattung. Ja? Aber das gilt nicht pauschal für das Israel durch alle Zeiten und für alle Juden in allen Zeiten und auch nicht für den heutigen Staat Israel, als ob der unangreifbar wäre und der Augapfel Gottes wäre. Da zieht man wieder etwas vor, was erst kommen wird und wozu Israel erst bereitet werden muss. Denn Römer 11 sagt, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird ein Erlöser zu Zion kommen, der abwende das gottlose Wesen aus Jakob. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Denn dann wird kommen. Ja? Das heißt, also aus diesem Volk, aus diesem Jakobsvolk, muss überhaupt erstmal wieder ein Israelsvolk
gemacht werden. Und das macht Christus. Das macht er in der letzten Zeit. Dann ist die 70. Jahrwoche erfüllt. Ja, da steht ja dann auch drin in Daniel 9, dass eine ewige Gerechtigkeit gebracht wird und die Sünde und Unreinigkeit abgetan wird und diese Dinge. Ja, das wird dann sein. Das ist aber nach der Entrückung. Das ist, nachdem die Gemeinde mit Christus auf den Ölberg gekommen ist. Das kann man aber nicht vorziehen auf das heutige Israel. Ja, das geht nicht. Da werden schon wieder Dinge auf Israel projiziert, die dem heutigen Israel nicht gehören. Ja. Also das ist, diese Dinge sind dermaßen aus dem Zusammenhang gerissen. Und es heißt ja immer, wir sollen die Bibel im Zusammenhang lesen und Bibel mit der Bibel auslegen. Da bin ich auch ganz einverstanden. Aber dass solche Auslegungen heute gemacht werden und so pauschal dann angewendet werden, so hülsenhaft einem dann auch so entgegengeworfen und geschleudert werden, das ist vollkommen daneben. Ja. Wen das interessiert mit Sacharja, ich habe auch ein Buch geschrieben dazu. Ich blende das mal kurz ein hier. Könnt ihr euch hier anschauen. Das ist das Buch, könnt ihr bei Amazon bestellen. Ist interessant zu lesen. Ich schätze Sacharja sehr. Ich schätze Sacharja noch höher ein als Daniel. Ja? Daniel ist sehr politisch geprägt, sehr eindimensional. Aber Sacharja, da ist die ganze Heilsgeschichte drin. Da ist Politik drin, da ist Christus drin, da ist der Tempel drin. Ist die Gemeinde Jesu drin, da ist das gesammelte Israel wieder drin. Da ist die ganze Eschatologie drin. Da wird die Wiedergeburt beschrieben in Sacharja. Das ist unglaublich. Der Sacharja ist ein Fülle-Prophet. Ja? Also ich finde den... Ich finde Daniel spannend, ja, und will die auch nicht gegeneinander ausspielen, aber Sacharja finde ich noch weit tiefgehender, ja, noch schwieriger zu verstehen, aber ein ganz herrliches Buch, weil er eine ganz herrliche Perspektive da aufmacht, ja. Ja gut, dann gibt es so eine Aussage, das Heil kommt von den Juden, ja, oder das, ja, hier wird Johannes 4, Vers 22 zitiert dann, ja, Jesus selber sagt das ja, ihr wisset nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Da steht im griechischen Eck, das Heil kommt aus den Juden, ja, weil Jesus aus den Juden war, Jesus war aus Juda, Jesus war der Sohn Davids, ja. Obwohl er sich selber als Menschensohn beschreibt, ja, nicht als Sohn des Juden oder Nachkomme eines Juden, sondern er beschreibt sich als Sohn des Menschen. Das Wort wurde Fleisch, ja, das Wort wurde nicht Jude, das Wort wurde Fleisch. Das steht im Johannesevangelium. Und hier ist das das Gespräch zwischen Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen, die ihn ja nach der Anbetung fragt und sagt, sollen wir in Samaria anbeten, wo ja auch ein Heiligtum gewesen ist, oder sollen wir in Jerusalem anbeten? Und Jesus sagt, wir wissen, was wir anbeten, weil das war der Tempel in Jerusalem, den hatte Gott so verordnet. Das war ja noch alter Bund, als Jesus kam. Jesus war ja von einem Weib geboren und unter das Gesetz getan. Ja? Er lebte ja noch unter diesem geltenden Gesetz. Und der Tempel in Samaria, der war ein gottloser Tempel. Ja, und deswegen sagt Jesus, das Heil kommt aus den Juden. Aber das Heil kommt nicht von den Juden und vor allem kommt das Heil nicht durch die heutigen Juden. Das nicht. Aber das wird immer gesagt. Ja, als ob das Heil durch die Juden käme, zu uns Völkern. Warum? Naja, weil die Rabbiner sagen, we are a light for the nations. Wir sind ein Licht für die Nationen. Ja? Ja, gut, also das Licht für die Nationen, das Licht für die Völker ist Jesus Christus und sonst niemand. Ja? Ihr raubet Gott, was sein ist. Ihr sagt, man soll nicht stehlen und du stiehlst. Ja? Du sagst, man soll nicht stehlen und du raubest Gott, was sein ist. Die Rabbiner sagen, ja, wir sind ein Licht für die Völker. Christus ist allein das Licht für die Völker. Und vielleicht ist noch die Gemeinde Jesu das Licht für die Völker. Warum denn? Naja, weil die Gemeinde Jesu besteht ja aus Ölbaum, Leuchter und Ölbaum. Ja? Und der Leuchter, das ist die Gemeinde Jesu, die durch Gottes Geist und Evangelium das Licht zu den Völkern bringt. Also ist die Gemeinde Jesu ein Licht für die Völker und nicht Israel. Ja? Also kommt das Heil nicht durch die Juden, sondern das Heil kommt durch Jesus Christus. Ja? Das Heil kommt nicht aus den Juden in dem Sinn, als ob die Juden das wären, die das Heil uns bringen würden, sondern Christus hat uns das Heil gebracht. Ja? Jetzt sagen aber viele, ja gut, Jesus war ja Jude. Ja, das stimmt. Jesus war Jude. Er war aus Juda. Er war Sohn Davids, Nachkomme Davids, ja, und er wird auch sein Königreich so aufrichten als davidisches Königreich. Ja? Das heißt, Jesus kam aus den Juden. Aber Paulus sagt, wenn wir ihn auch gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Ja, das steht in 2. Korinther 5, Vers 16. Da schreibt er, darum kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Und ob wir auch Christum gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Ja, wir kennen ihn nicht mehr. Warum? Weil er der auferstandene Christus ist. Ja, er ist der auferstandene Christus. Er ist Sohn Gottes. Er ist nicht mehr Israeli oder Jude.
Wenn er das wäre, dann wären ja wir, auch wenn wir auferstehen, wenn wir im Himmel sind, immer noch Germanen, oder? Oder Franken oder Angelsachsen. Aber das ist doch vorbei. Wisst ihr denn nicht, dass wir eine neue Natur haben, die nach Christus geschaffen ist, die keine irdische Nation mehr hat und trägt? Ja? In Christus ist doch kein Unterschied mehr zwischen Jude und Grieche, zwischen Sklave und Freiem, zwischen Mann und Frau, nicht mal mehr zu Skythen. Ja? Die Skythen, das war die heutige Ukraine, die raufgeht bis nach Hamburg. Ja, das waren so die Völker, die da am Schwarzen Meer entlang gewohnt haben. Selbst diesen Unterschied gibt es nicht mehr. Das sagt Paulus. Das heißt also, wenn es diese Unterschiede, diese nationale, irdische Nationalität in Christus aufgehoben ist, wenn die nicht mehr gilt in Christus, wieso sollte sie denn für Christus noch gelten? Das macht doch keinen Sinn. Ja? In Christus ist doch ein neuer Mensch in uns gezeugt worden. Und dieser neue Mensch ist nach Christus geschaffen, nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und er ist in Christus und in Gott. Der ist doch nicht mehr Germane oder Franke oder Angelsachse oder Israeli oder Jude. Ja, aber warum sagt man das? Naja, um zu unterstützen, dass man ja, wenn man Jesus lieb hat, dann muss man auch die Juden lieb haben. Nö, wenn man Jesus lieb hat, muss man die Brüder lieb haben. Wenn man Jesus lieb hat, muss man die Gemeinde Jesu lieb haben. Ja, und das ist das, was das Neue Testament sagt. Mir ist das so wichtig, ja, man könnte da noch sehr viel anderes auch zu sagen, weil das sehr zentral ist, weil sich das immer mehr ausbreitet unter den Christen. Und das hat eine ganz, ganz schlimmen Nebenwirkung oder vielleicht auch Hauptwirkung. Ja? Das führt uns von Christus und von seiner Gemeinde weg zu Israel. Das führt uns vom Neuen Testament ins Alte Testament. Das führt uns vom Evangelium der Gnade in ein Evangelium des Gesetzes. Das führt uns von dem Heil in Christus zu einem Heil, das aus den Juden und durch die Juden kommt. Ja? Und das ist nicht die Aufgabe Israels und nicht die Aufgabe der Juden. Ich denke, das sieht man auch. Ja? Es gibt aber ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit, von dem schreibt Paulus mal in 2. Thessalonicher 2. Und dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit oder der Bosheit oder der Gottlosigkeit, das kommt in der letzten Zeit. Und ich dachte bisher immer, das heißt, dass die Christen vom Glauben abfallen, ja, dass sie Agnostiker werden oder Atheisten oder mit dem Glauben gar nichts mehr zu tun haben oder in schlimme Sünden fallen. Das auch, ja, das sieht man ja auch allenthalben. Aber ich glaube, es gibt ein Geheimnis bei diesem Ganzen. Nicht etwas Offensichtliches, was man sieht, sondern es gibt ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist ein Geheimnis eines Abfalls, der ein ganz besonderer Abfall ist. Denn die Christen fallen ab vom Christentum ins Judentum. Die fallen ab von Christus zu Israel. Die fallen ab vom Evangelium ins Gesetz. Die fallen ab vom Geistlichen ins Fleischliche, ins Irdische. Ja, im Geist habt ihr angefangen und im Fleisch wollt ihr enden, schreibt Paulus den Galatern. Das müsste man der heutigen Christenheit schreiben. Das passiert nämlich und das wird ihr gepredigt. Und das glaubt sie, weil sie sich nicht auskennt in der Bibel. Und weil keiner den Mut hat, das so deutlich zu sagen. Aber das muss gesagt werden, ja? Weil das sonst vom Evangelium weggeht. Das ist ein Geheimnis, dass die Christenheit jüdisch wird, israelisch wird, irdisch gesinnt wird. Und sich bei Matzen und bei den vier Kelchen beim jüdischen Passafest besser auskennt und im Sederfest, ja, als in der Rechtfertigung Christi. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, wir leben in den Wesenheiten in Christus. Wer Gott anbeten will, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten und nicht in einem Tempel, der noch in Jerusalem gebaut werden will von Juden, vom jüdischen Tempelinstitut, wo man dann irgendwelche Kühe da geschlachtet hat. Und täuscht euch nicht, ihr Christen. Auch ihr zionistischen Christen, täuscht euch nicht. Ihr dürft in diesen Tempel nicht rein. Da dürfen Buddhisten rein, da dürfen Moslems rein, da dürfen alle Religionen rein. Nur Christen dürfen da nicht rein. Warum? Weil sie Götzendiener sind. Weil sie Christus als Sohn Gottes verehren. Und an der Christusfrage, an der Gottessohnschaft, da entscheidet sich zum Schluss alles. Denn sie werden uns Christus wegnehmen und Israel geben. Sie werden uns das Christfest wegnehmen und Chanukka geben. Und das ist das Geheimnis des Abfalls. Und da sind wir mittendrin. Lest das nach. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.